Play beziehungsweise zu einem Angezockt. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, könnt ihr das natürlich ganz gerne in die Kommentare schreiben. Wir fangen aber heute mal ein Angezockt an vom Gym Simulator 24. Ich habe mir das schon mal angeguckt, ich habe auch schon mal reingeguckt. Wenn ihr Bock drauf habt, können wir natürlich auch gerne mehr machen. Aber wir fangen erstmal an. Erstmal brauchen wir natürlich ein Fitnessstudio, das kaufen wir uns jetzt. Links seht ihr so ein bisschen Tutorial, was ihr alles machen könnt. So, Name und Logo festlegen. YouTube geben. So. Ja, machen wir knallig rot, ne? Muss ja auch gesehen werden. Bisschen kleiner, ein bisschen breiter. Sehr schön, was haben wir hier für ein Logo? Was gibt's da? Na, das passt doch eigentlich ganz gut da rein. Boah, nehmen wir. Escape mit anwenden. Machen wir. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier. So ein bisschen. Das tun wir gleich mal. Glatt weg. Wir haben jetzt, nachdem ich das angezockt hatte, auch schon ein paar Updates dazu. Die habe ich mir aber auch noch nicht angeguckt. Man kann leider auch nur einen Spielstand haben. Deswegen habe ich mit euch jetzt hier einen neuen angefangen. Man kann ja nochmal neu anfangen. Wen juckt's? So, da haben wir schon mal die ersten Sachen weg. Jetzt müssen wir gleich den Müll einsammeln. Das machen wir gleich mal. Mal ein bisschen sauber machen hier. So, da haben wir hier Müll. Ja, müssen wir wegbringen. Wir haben draußen eine Mülltonne. Schmeißen wir mal rein da. So, weiter geht's. Mal ein bisschen Gas geben hier. Wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Irgendwann das angezockt wird, da ja so zwei, drei Folgen haben. Und nach der zweiten, dritten Folge könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr darüber ein Let's Play haben wollt oder nicht. Wenn ihr ein Let's Play wollt, dann spielen wir das natürlich dann auch weiter. So, ist mal was anderes auf meinem Kanal. Und nicht mal das gleiche. So, dann machen wir das mal noch weg. So, wie viel haben wir jetzt? 6 von 7. 7 von 7. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir die Fußabdrücke wegmachen. Dazu könnt ihr dann im Tab Menü, euer Radialmenü hier, könnt ihr den Mob rausholen und dann mobben wir mal hier weg. Wir mobben jetzt mal die Fußabdrücke weg. So und so. So, haben wir geschafft. Was sagt er uns jetzt? Es ist morgens um 10. Es geht weiter. Computer benutzen. Gut. Wir nehmen mal wieder die Hand und gehen zum Computer. Was sagt er jetzt? Mindestens 2 Ausrüstungsgegenstände soll man kaufen. Fitnessstudio, das ist, das brauchen wir noch nicht. Shop. Gut, wir haben 25.000, wir fangen gleich groß an. Zwei davon. So, haben wir erstmal alles gekauft. Er sagt zwar nur 2 Teile kaufen, aber wir wollen ja was sehen. Und wenn wir was sehen wollen, dann können wir eigentlich auch gleich ein bisschen mehr kaufen. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. So, dann platzieren wir uns den Nullima. Wir platzieren natürlich gleich alles. Alles andere wäre ja jetzt auch ein bisschen blödsinnig. Würde ich mal so tippen. Einmal. Eine haben wir noch hier hinten hin. Wo haben wir den Rest? Was haben wir da noch? Die haben wir noch. So, dann bauen wir uns mal eins davon. Und den zweiten. Was haben wir noch? Laufbänder und Räder. Ja, stellen wir uns mitten im Raum ein. Warum auch nicht? Warum? Weil wir es können. So, gehen da hin. Und die Laufbänder hier gegenüber. Was ist das denn? So, Laufbänder machen wir gegenüber. So. Einmal. Und zweimal. Und die Yogamatten machen wir hier hinten an die Wand. Dann haben wir die nämlich auch gleich weg. 1 und 2. Sehr schön. So, jetzt müssen wir die Umkleidekabinen kaufen. Da gehen wir natürlich wieder am Computer ran. Holen uns die schnell. Wir gucken mal hier schnell. Da scheint alles mit drin zu sein. Aber ich glaube, mein Desktop-Audio funktioniert nicht. Ihr habt noch keinen Ton gehabt. Da müssen wir mal ganz kurz was kicken gucken. Da nehmen wir mal ganz kurz, wo sind sie, nehmen wir die und machen das so. Und er sagt immer noch keinen Ton. Ja, gute Frage. Nochmal ganz kurz gucken. Nein, falsche Taste. Eigenschaften, ja. Das ist richtig.
Das ist richtig. Und das sollte eigentlich jetzt auch ein bisschen Tönchens kommen. Ich meine, die Töne sind jetzt nicht so der Bringer. Ach, jetzt kommen auch Töne. Jetzt kommen noch ein paar Töne. Umkleideraum, wir gucken mal rein. Wir brauchen vier davon und wir brauchen auch noch zwei davon. So, dann platzieren wir uns die mal. Aber wir platzieren uns das gleich ordentlich, weil ich hatte nämlich überlegt, ja, dann machen wir das so. Wir bauen uns die hier hin. So. Einmal, zwei, dreimal, zack und zack. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir uns auch noch die Mülleimer nehmen. Einmal. Ja, den können wir hier vorne hinstellen, das ist egal. So, dann die Umkleideräume. Jawohl. Wir müssen die aber richtig rumdrehen. Eins und zwei. Sehr schön. Haben wir. Gut. Warte auf dein erstes Mitglied. Ja, dann komm, trab an hier. Wir haben noch 13.000. An sich würde ich ja fast schon behaupten, wir kaufen nochmal von jedem eins. Weil. Und wir können auch noch Umkleideräume zwei Stück kaufen. So, was hast du denn hier? Sag mal, hallo. Standardmitgliedschaft. Ja, nehmen wir. Kannst du. Gib Feuer, Marianne. Und was willst du? Du willst auch die Standard. Kriegen wir auch. So, dann kriegen wir nämlich schon mal wieder Kohle rein. Also von daher sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Daher bauen wir gleich mal ein bisschen mehr. Weil dann haben wir auch gleich ein viel größeres Fitnessstudio. Und wir brauchen uns da nicht so viel Kopf machen, ob die Geräte ausreichen für die Jungs. So, folglich machen wir das natürlich. So, du kommst auch damit ran. Das Spiel ist vom gleichen Entwickler wie dieses Auto-Reparatur-Verkauf-Dingsbums-Teil da. An sich ja auch ein guter Entwickler, bringt viele Updates raus. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. So einstellen wir jetzt, naja, das bringt jetzt nicht viel. Der basteln muss hier hinten hin, würde ich jetzt mal sagen. Einmal und das Ding kommt hier in die Ecke. So. Zack. Gut. Gut, jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen warten, bis die netten Kollegen hier reinkommen und trainieren wollen. Wir können in der Zwischenzeit natürlich noch hier unsere Umkleidekabinen aufbauen. Da haben wir uns hier noch zwei von geholt. Einmal. Und zweimal. Also ich habe in meiner ersten Runde, die ich hier angefangen habe, das Spiel zu spielen, bin ich relativ zügig ans Limit gekommen. Hatte dann aber auch das Problem, dass halt die Updates noch nicht da waren. Fitnessstudio gestank. Ja, war ja klar. Du müffelst. Ja, gucken, ob das da drin ist, aber ich glaube nicht. Jetzt höre ich aber gerade, dass der Ton ziemlich laut ist. Wir drehen mal ein bisschen runter. Ja, so ist besser. Aber irgendwie bringt das nicht viel. Oh doch, hat was gebracht? Okay, hat was gebracht. Die müffeln schon mal nicht mehr. Gut, wir müssen halt, wie gesagt, immer noch warten. Leider Gottes. Was wir aber schon mal machen können, es gibt ja hier auch viele Möglichkeiten. Nee, ich will jetzt nicht auf Mitglied warten. Unser Fitnessstudio auszubauen, das können wir natürlich auch machen. Da ist natürlich noch nicht viel drin. Da können wir noch nicht, das kommt demnächst. Das Teil können wir natürlich, könnten wir jetzt ausbauen, brauchen wir Stufe 7. Geht also auch noch nicht. Wir können aber meines Wissens nach, können wir mal gucken, die Fliesen, wir bauen da gleich mal um. Ihr könnt nämlich hier den Boden verändern. Ich fand den ganz cool eigentlich, den Boden. Könnt ihr dann so lang ziehen und dann einfach mal rein. Wir kaufen gleich noch mehr davon. Wie gesagt, ich bin da relativ zügig durch gewesen. Deswegen, wie gesagt, es ist auch nur ein angezockt. Ob es für ein ganzes Let's Play reicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, können wir das natürlich durchaus machen. Gar keine Frage. Jetzt erstmal zwei, drei Folgen. So, wir wollen mal gucken. Was haben wir denn für Farben? Auch ein cooles Grün wäre nicht schlecht. Können wir eigentlich auch gleich mal machen. Farben kauft ihr euch, dann holt ihr euch das Farbwerkzeug, wählt den ganzen Kram aus und kriegt dann, wie bei anderen einschlägigen Spielen,
So, hier diese Möglichkeit, das wegzurollern, machen wir gleich mal. So, machen wir hier gleich mal grün draus. 5000 haben wir noch, das heißt, wir können noch ein bisschen was rumbasteln. Wir können noch ein bisschen verändern. Wir können unser Fitnessstudio gleich mal hübsch gestalten, damit wir von diesem hässlichen Weiß wegkommen. Dann werden wir uns gleich noch ein paar Dekorationen kaufen. Steht da eine? Oh, da stehen sogar welche. Und die sagen nichts. Das ist ja wieder ganz toll. Was wolltest du haben? Hier, Standard. Ja, komm her. Adam Bright, kriegst du Standard. Kannst du gleich loslegen. Und du, was möchtest du haben? Du möchtest auch eine Standard. Kriegst du. Feuer frei, viel Spaß. Haut in die Tasten. So, wir malern weiter. Wir malern gleich mal weiter. Da noch eine Runde ran, hier noch eine Runde ran. So. Ja, na, komm. Ich weiß nicht, ob es reicht, das weiß ich noch nicht. Wir sind auf jeden Fall schon mal Level 2, das ist nicht schlecht. Ihr kriegt ja mit aufsteigendem Level nachher auch die Möglichkeit, wesentlich mehr zu machen. So. Warte mal, kommen wir da oben auch noch ran? Ja. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal gleich alles grün. Grün ist die Hoffnung für die Leute, dass sie hier mal ein bisschen abnehmen wollen. Ah, das läuft schon ganz gut. Jetzt schauen wir mal noch hier bei der Dekoration rein im Shop. Dekorationen. Level 3. Brauchen wir überall Level 3 für? Kriegen wir noch nicht. Ist jetzt aber nicht dramatisch. Wir gucken mal, was wir hier schon reparieren können. Weil fürs Reparieren kriegt ihr ja auch XPs. Das heißt, wenn ihr eure Klamotten repariert, kriegt ihr immer ein paar XP-Punkte. Was ist hier mit den Dingern los? So, was mit dir hier? Ja, schön. Da sind wir schon mal ganz gut dabei. Hier müsste auch mal geguckt werden. Und was ist hier mit? Haben wir hier noch? Haben wir auch noch. Sehr schön. Gut, da steht schon wieder jemand. Läuft ganz gut eigentlich gerade. Wir kriegen gut was rein. Mabel Johnson, eine Standard. Hier sollst du kriegen. Viel Spaß beim Trainieren. Und dann haben wir hier noch eine Kathleen Maxwell. Die will auch Standard. Auch die soll sie kriegen. So, wir sind bei 9000 wieder. 9000 Dollar haben wir wieder. Fitnessschmutzigkeit. Wir haben irgendwo liegt hier Dreck rum. Wo haben wir denn? Ach, da, guck mal. Ach, gleich mal wegräumen hier. Könnt ihr euren Müll nicht selber wegräumen? Was ist los mit euch? Hauptsache, ihr lasst eure alten Klamotten hier liegen. So, weg damit. Gut, gut. Also, dann können wir jetzt hier hinten nochmal ein bisschen malern, würde ich sagen. Dann nehmen wir aber eine andere Farbe für. Was nehmen wir denn für eine Farbe für die beiden? Rot für weiblich, blau für männlich. Eigentlich würde ich eher zum Lila tendieren. Machen wir auch. Wir nehmen Lila für die Weibchens und blau für die Männchens. So, dann fangen wir mal an hier. Oh, dann kriegt das hier ein bisschen Farbe alles. Immer mal nach vorne gucken, guckt gerade keiner, das ist gut. Die Wände sind irgendwie aus Papier oder so, ziemlich dünn. Aber nicht weiter schlimm, kriegen wir auch noch hin. So, wir streichen hier die Wände. Soll ja nicht alle nur in einer Farbe sein, das wäre ja langweilig. So, da haben wir das, da haben wir dies, da haben wir jenes. Sehr schön. Da ist jemand gegangen. 7800 haben wir. Also geldtechnisch habt ihr hier scheinbar nie Probleme, nie wirklich große Probleme. Also ich hatte im ersten Spielstand auch nicht die Probleme, dass da jetzt irgendwie viel bei weggegangen wäre. Deswegen habe ich halt auch. Oh, Gestank. Moment, wir wollen mal kurz gucken. Den Gestank beseitigen. Ja, du kommst auch gleich dran. Wer stinkt hier? Wo stinken sie hier? Du stinkst? Nein, du stinkst nicht. Wer stinkt denn hier? Keiner. Gut, egal. Wir nehmen erstmal die beiden hier an. Was haben sie denn? Khalid Thompson möchte auch Standard. Richter. Viel Spaß, Lauren. So, was ist bei dir? Du möchtest Amelie Maxwell. Sie möchte auch Standard. Kriegt sie auch. So, auch hier die. Da, die. Sehr schön. So, die wäre dann auch weg gewesen. Die stank ein wenig.
Duschen und Saunas und Spas könnt ihr nachher auch noch installieren. Das kommt dann im weiteren Spielverlauf. Das schauen wir uns dann später an. Ich denke mal, das werden wir wohl in der zweiten Folge auch schaffen. Das sollte nicht das Problem sein. Nanu, was denn jetzt? Jetzt wollte er nicht mehr, wie er sollte. So, 14:37 Uhr haben wir es. Wir haben den ersten Tag, sind wir dabei. Schmutzigkeit haben wir auch schon wieder 1%. Hat wieder irgendjemand seine Klamotten liegen lassen. Räumen wir dann auch nachher gleich noch weg. Jetzt werden erstmal noch die Wände gestrichen. 107 von 250 XP haben wir schon. Und damit ist die Farbe alle. Gut, müssen wir die Farbe nochmal neu holen. Die sind am Trainieren. Da ist nichts. Wo ist denn jetzt hier der Dreck? Hallo? Wo ist der Dreck? Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Ach, da, guck einer, schau. Hat schon wieder einer was liegen lassen. Wir brauchen noch einmal Lila. Kaufen wir uns gleich mal. Können wir wieder zurück. Ab im Shop. Und wir kaufen Lila. So, dann reparieren wir nachher nochmal die Gerätschaften, damit wir wieder ein paar XP kriegen. Aber erstmal wollen wir die Damenumkleide fertig machen. Sehr schön, das haben wir schon mal. So, die Damenumkleide ist auch fertig. In der Zwischenzeit haben wir schon wieder neue Leute. Neue Kundschaft. Ja. Abby Hunt, Standardmitgliedschaft. Viel Spaß. So, was mit dir? Abby Gordon. Heute ist Tag der Abbys, ja? Dafür. Gute Reise. Und da hängt schon mal ein Schmutz. Genau vor der Tür. So, da kriegen wir auch wieder XP für. Jetzt gehen wir die Herrenumkleide mal ein wenig malern. So, dann haut schon wieder einer ab. Kriegen wir auch schon wieder Geld für. Wir sind schon wieder bei 11.000, wie ihr seht. Also das geht eigentlich recht gut. Wenn ihr anfangs wirklich viele Geräte holt, kriegt ihr auch natürlich mehr Leute, die reinschauen und hier Mitglied werden wollen. Hier war irgendwas. Ja, wir müssen hier mal ganz kurz aufräumen. Zack. So. Haben sie natürlich nicht gemacht, war ja wieder klar. Wie sollte das auch anders sein? So, hier haben wir nochmal blau. So, dann malern wir hier noch weiter. So, damit wir die grauen Wände wegkriegen. Weil die grauen Wände sind jetzt nicht wirklich mein Favorite. Also, muss ich jetzt nicht wirklich haben. Folglich können wir die grauen Wände erstmal wegmachen. Ihr kriegt aber keine XP dafür, dass ihr das hier anmalert, aber euer Fitnessstudio kriegt natürlich dementsprechend mehr Sternchen. Ne? Also, desto mehr Sternchen, denke ich mal, desto mehr Leute kommen euer Fitnessstudio besuchen und wollen eine Mitgliedschaft. Ja. So. Dann haben wir hier gleich erstmal die Wände gestrichen. So. Da haben wir das auch bald geschafft. Da haut wieder einer ab. 11.600 sind wir jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man schon was mit anfangen. Aber wir haben leider noch nicht das nötige Level dafür, um dementsprechend was zu machen. Oh, hier sind schon wieder 3 Stück. Das ist das, was ich meine. Wenn ihr desto mehr Sterne ihr habt, desto mehr Leute kommen natürlich und wollen euer Fitnessstudio besuchen. Folglich kommt ihr auch schneller voran. Niedrige Klasse. Ja, kriegst du. Bitteschön. Wenn du eine niedrige willst, kriegst du auch eine niedrige. Eine Standardmitgliedschaft. Sollst du haben. Bitteschön. Wir brauchen aber nochmal blaue Farbe. Ist mir gerade mal so aufgefallen. So, dann können wir nämlich da auch schon mal weitermachen. Wo hängen wir? Ach, hier an den letzten Ecken hängen wir. Mittlerweile auch 16:37 Uhr. Fitnessstudio müssen wir gleich nochmal sauber machen. Da sind wir bei 3% Dreckigkeit. Die Wand noch. Sehr schön. So, haben wir geschafft. Also, unser Fitnessstudio ist auf jeden Fall schon mal komplett renoviert. Das ist coole Sache. Aber irgendwo sind wir bei 3%. Hier ist was, was nicht da so sein soll, wie es möchte. Das hängen wir mal wieder rauf. Und irgendwo muss hier Dreck rumliegen. Ach da. Was liegt denn hier in der Hose rum? Was ist denn los mit euch? Weg damit.
2%. Keine Ahnung, finde ich gerade nicht, aber wir können erstmal hier noch ein bisschen reparieren, damit wir der Sache vorankommen. Ey, Keule, wie sieht aus hier? Ach, da, guck mal. Könnt ihr nicht mal aufhören, hier rumzuschwitzen? Was ist los mit euch? So, das repariert, das repariert. Da liegt auch noch ein bisschen. Da wollen wieder Leute rein. Seht ihr das? Da sind wir schon wieder dabei. Also, ihr habt immer was zu tun, eigentlich. In der Regel. 14.000 sind wir jetzt. Was hast du? Standard kriegst du. So. Ihr könnt natürlich nachher auch Mitarbeiter einstellen, die dann euren Laden sauber halten. So, jetzt wollen wir nochmal reparieren. Wir wollten noch eine Runde reparieren, glaube ich. Die Dinger konnte man irgendwie auch mal reparieren, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt in den Bugfixes geändert wurde, dass man das nicht mehr kann. Keine Ahnung. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn, eine Matte zu reparieren. Oh, die Jungs sind aber hier gut am Wegschwitzen heute, wa? So. Erstmal wieder aufräumen hier. Und noch eine Runde reparieren. Geht nicht. Ja, dann schrubben wir den Boden hier weg. So, haben wir noch irgendwas, was wir reparieren müssen? Ja, hier ist nochmal was. Da hängen sie gerade drauf. Das können wir auch nochmal reparieren. Das Ding auch. So, Level 3. Vitaminbar freigeschaltet. Jawohl. So, mit der Vitaminbar fangen wir bei der nächsten Folge an. Wenn euch das angezockt gefallen hat, dann einfach mal ab in die Kommentare, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.